In den letzten Wochen hatte ich über 80 Laufschuhe am Fuß, an beiden Füßen natürlich. Mein Name ist Philipp und ich begrüße dich in diesem Review hier. Heute sprechen wir mal über den ASICS Terra The Wretch. Ich tue mir immer schwer bei der Aussprache dieses Schuhs. Ein unglaublich leichter Tempolaufschuh, der wahrscheinlich leichteste Laufschuh von ASICS im Sortiment. Und ich hatte in den letzten Wochen, wie gesagt, über 80 Modelle am Fuß. Und unter anderem 18 ASICS-Schuhe davon. Ich habe dazu bereits ein umfangreiches Video abgedreht. Das findest du direkt als ersten Link in der Videobeschreibung. Da spreche ich über die besten Schuhe aus all diesen Tests. Spreche auch über Modelle, die mir nicht so gut gefallen haben. Das bedeutet, wenn du aktuell nach Laufschuhen suchst, schau dir unbedingt nach diesem Review hier ruhig mal den ersten Link in der Beschreibung an. Du findest dort fast zu 100% ein Laufschuh, also ich kann es dir wirklich fast zu 100% garantieren, ein Modell für deine Ansprüche, für dein Vorhaben. Dort spreche ich auch über den Terra The Wretch, vergleiche ihn mit anderen Schnelllaufschuhen oder schnell, ja sagen wir Tempolaufschuhen, bevor wir hier irgendwelche Worte erfinden, Freunde. In diesem Video hier geht es aber explizit um diesen Tempolaufschuh. Auch hier werde ich ihn natürlich in andere Vergleiche einbinden, die einfach Sinn machen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle fangen wir einfach mal an. Wie bereits angedeutet, dieser Laufschuh ist unfassbar leicht. Am Fuß wirkt er fast wie ein, ja, wie ein extrem leichter Turnschuh, wenn das überhaupt ein sinngebender Vergleich ist. Man kann ihn kaum mit anderen Laufschuhen vergleichen. Man kann ihn sogar kaum mit anderen Tempolaufschuhen vergleichen. Das finde ich ganz interessant. Wenn wir hier zum Beispiel den ASICS GLDS Trainer, also einen der Klassiker unter den Tempolaufschuhen, mit hervor- oder ranziehen. Dieses Modell ist um einiges leichter, um einiges flacher auch und um einiges flexibler. Dieses Modell sitzt wie angegossen am Fuß und hier auch der erste wichtige Hinweis. Für breite Füße ist dieses Modell definitiv nichts. Ich habe nicht mal breite Füße, ich habe eher normalweite Füße und trotzdem beim Hereinschlüpfen oder Hineinschlüpfen tue ich mir immer wieder schwer. Ich muss hier einmal fast alles aufmachen, um da reinzukommen. Wenn der Schuh aber am Fuß sitzt, dann ist das wirklich wie angegossen und der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, wir haben hier eine unglaublich griffige Außensohle, vor allem unter dem Vorfußbereich, was bei einem Tempolaufschuh natürlich Sinn macht. Wenn du also wirklich richtig, richtig flott unterwegs bist, dann wirst du hier auch auf Asphalt oder vor allem auf Asphalt, aber vor allem auch auf Parkwegen absolut griffig unterwegs sein. Auch bei Regen sollte das überhaupt kein Problem sein. Wir haben ein sehr dünnes Obermaterial, absolut atmungsaktiv. Für frierende Füße dementsprechend vielleicht nicht die erste Wahl, aber wer hat bei hohem Tempo frierende Füße? Ich denke kaum jemand von uns. Wir haben wie immer eine verstärkte Fersenkappe, also selbst bei diesem minimalen Gewicht schafft ASICS es, die Fersenkappe eben nicht zu lasch zu designen. Ich finde es immer wieder wichtig, bei Temposchuhen eben keine zu lasche Fersenkappe zu bekommen. Ich hatte das bei einigen Konkurrenzmodellen der Konkurrenzhersteller erlebt, trotz Preise über 100 Euro. Kommen sie dann daher und ja, sitzen einfach nicht fest genug am Fuß. Ich erinnere mich hier sehr gerne oder eher ungern an den Nike Pegasus Turbo 2. Turbo sagt es schon aus im Modellnamen und trotzdem sitzt der Schuh so schlecht am Fuß. Da kannst du einfach eigentlich kaum Tempo aufnehmen und du schwimmst im Schuh. Das ist nicht Sinn der Sache, meiner Meinung nach. Dieser Schuh hier, der Terra The Wretch, erfüllt die Aufgabe wesentlich besser, gelungener. Wir haben hier wie immer die Flight Foam Dämpfung in der Zwischensohle, komplett minimal gehalten, aber dennoch effektauslösend, sag ich mal, sodass du nicht das Gefühl hast, du läufst hier in einem Barfußschuh. Im Großen und Ganzen wirklich ein sehr interessantes und meiner Meinung nach gelungenes Modell, vor allem natürlich zielgruppentechnisch für leichte Läufer zu empfehlen, schwerere Personen, Finger weg davon, dieses Modell bietet dir kaum Dämpfung. Es ist ein sehr direkt dämpfender Schuh, aber eben durch den guten Sitz, also die wirklich optimal ausfallende Passform, zumindest für meine Füße, ich sage mal neutrale Füße ohne große Besonderheiten, nicht zu breit, nicht zu schmal, sitzt der Schuh absolut wie angegossen und in der Hinsicht kann ich ihn nur weiterempfehlen. Wenn du da Interesse dran hast und ihn gerne kaufen möchtest, schau dir mal den zweiten Link in der Beschreibung an, da findest du unser Portal, da findest du auch Sonderangebote, kannst ein bisschen Geld sparen beim Kaufen, wir bekommen eine kleine Provision, von daher machst du mich dann glücklich, hilfst mir noch mehr Schuhe zu testen, die ich dir dann um die Ohren hauen kann quasi. Und ansonsten werde gerne Teil dieser Community. Wir möchten Gewinnspiele verlosen mit der Zeit, werden die Schuhe ebenfalls nochmal raushauen auch, weil wir wissen alle, die kosten alle ein bisschen was. Und wir möchten mit diesem Channel wirklich eine Plattform bauen für die Läufer in der Dachregion Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich freue mich mega, wenn du Teil dieser Community wirst. In dem Sinne, ich verabschiede mich bei dir. Dein Philipp, hau rein.